Bibliothek des Jahres Baden-Württemberg. Diese Auszeichnung wurde in Zusammenarbeit des Landesverbands im Deutschen Bibliotheksverband und des Baden-Württembergischen Sparkassenverbands erstmals in Stuttgart verliehen. Verbandspräsident Peter Schneider betonte insbesondere den Schwerpunkt der Bibliotheken in der Vermittlung qualitativer Informationen, die in einem digitalen und informationsüberschwemmten Zeitalter nicht mehr selbstverständlich seien. Und wenn dann solche Leuchttürme da sind in der Landschaft, die öffentliche Bibliotheken, mit Qualität für Bildung, für Geist, für Lesen natürlich, aber auch natürlich die Öffnung zu neuen Medien, aber eben immer qualitätsorientiert, über alle Altersstufen hinweg, dann ist das eine wunderbare Sache, dann muss man das unterstützen. Und eben auch fördern. Der Hauptpreis, der mit 10.000 Euro dotiert ist, ging an die Stadtbibliothek in Geislingen, die bereits seit über 10 Jahren ein innovatives und für andere Bibliotheken wegweisendes Qualitätskonzept vorweisen kann und dies auch in Zukunft beibehalten will. Wir haben vor, unsere Räumlichkeiten noch weiter aufzuwerten, weil die Bibliothek eben als Ort von besonderer Bedeutung ist für die Stadtgesellschaft, für die Menschen, die da wohnen. Und werden an der technischen Ausstattung ein paar Kleinigkeiten noch zusätzlich verbessern, aber der Schwerpunkt liegt tatsächlich auf der Aufenthaltsqualität. Die Förderung einer solchen gesellschaftlichen Einrichtung im Stadtbild natürlich auch ein großer Faktor für die Sparkassen im Land. Das unterstützt natürlich die Arbeit der Stadtbibliothek und für uns ist es auch wichtig, weil wir tun relativ viel im Bereich der Bildung als Kreissparkasse und dann gehört es eben auch mit dazu, dass so eine Stadtbibliothek unterstützt wird. Neben dem Hauptpreis wurden noch 2 weitere Bibliotheken mit einem Förderpreis in Höhe von jeweils 3.000 Euro ausgezeichnet. Die Stadtbibliotheken Mannheim und Münsingen. Wichtig für die Jury waren hier ideengebende Strategien, insbesondere unter dem Aspekt Digitalisierung. So will zum Beispiel die Mannheimer Stadtbibliothek vermehrt in E-Learnings und Tutorials im bildungspädagogischen Bereich investieren. Wir bieten eben nicht nur an, man kann zu uns kommen und kann ein Buch ausleihen, sondern es gibt eben entweder bei uns im Haus pädagogische Angebote oder wir schulen Menschen, wie sie mit unseren Materialien Sprach- und Leseförderung dann wieder bei sich in der Einrichtung machen können. Die Stadtbücherei Münsingen hingegen konnte mit einer Umstrukturierung der Räumlichkeiten die Ausleihzahlen erheblich erhöhen. Wurden 2013 noch knapp über 60.000 Medien ausgeliehen, so sind es im Jahr 2018 über 100.000 gewesen und das bei weniger als 15.000 Einwohnern. Dass die Förderung des ländlichen Raumes nicht zu kurz kommen darf, betonte auch der Präsident des Deutschen Bibliotheksverbandes und Vorsitzender im Landesverband Baden-Württemberg, Dr. Frank Mentrup. Da sind Bibliotheken eigentlich ein tolles Instrument, um eben im ländlichen Raum einen Ort anzubieten, der zunächst mal Bücher ausleiht, der Medien ausleiht, der dann aber eben auch die Bühne bietet für mal eine Lesung, eine kleine Kleinkunstpräsentation, wo sich auch kleine zivilgesellschaftliche Gruppen mal treffen können, die in eine Bürgerinitiative oder auch mal eine Beratung stattfinden kann und es von daher die sogenannten neuen dritten Orte sind, wo die Menschen einfach neben dem Wohnort und neben ihrer Familie überhaupt noch andere Menschen treffen können. Also bei uns summt es, wir sind keine leise Bücherei, sondern bei uns geht es wirklich lebhaft zu und da entstehen eben wirklich auch Freundschaften. Wurden bei der diesjährigen Preisverleihung Bibliothek des Jahres Baden-Württemberg öffentliche Bibliotheken ausgezeichnet, so werden im nächsten Jahr ausschließlich wissenschaftliche Bibliotheken geehrt.